Jo Leute, da sind wir wieder in einer Runde Gear Up mit mir dabei, Funnybone. Wir warten aufs Connecten. Also wir lassen ihn Ja, erstmal zu Wort kommen. Moin. richtig. Ja, oder wie war das? Ja, das war im Westen, ne? Richtig, ich Weil wir bin sind noch hier in der viel cooler als Wüste im. Ich hab eine Magnum da vorne drauf. Das ist wie im Westen. hier. Ja, warte mal ab, lass dich überraschen. Ich habe auch gerade ein bisschen upgegradet, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ich sollte noch schneller unterwegs sein. Wir werden sehen. Okay. Oh, ach du Welche Scheiße. Farbe hast du denn? Das wäre für mich erstmal interessant. I'm red. Du bist Red, ja, das freut mich. Oh, mein Fahrwerk. Mein neues Sportfahrwerk. Ich sehe den Schweinemäßig schnell. Magnum, ich sehe ihn. Irgendwo war er doch da eben. Ah, ich bin nicht schnell genug für dich. Meine blöden Spinnenbeine wieder. So. Da, weggebammt mit zwei Magnums. Ich bin so cool geworden. Ich musste auf zwei Sekundärwaffen verzichten, aber habe dafür zwei Revolver da oben drauf. Das finde ich so geil. Und die haben beide Munition, sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht, wie die feuern. Ah, weg bin ich. Ja, wie du siehst, ich habe auch ein bisschen aufgerüstet. Allerdings bin ich auch direkt gestorben. Ich habe jetzt Reifen. Allerdings muss ich mich an das Handling damit noch gewöhnen, weil die lenken sich anders, definitiv. Ich habe Rallye-Reifen. Ich Man kann. muss tatsächlich auch irgendwann mal bremsen. Also, was hier gut gemacht ist in dem Spiel, ich muss mit dem Mausrad zwischen meinen zwei Revolvern hin und her manövrieren, also. Boah, ich habe mich selbst gekillt. Ich bin baden gegangen. Was? Du musst mit deinem Mausrad hin und her switchen? Ja. Also, wenn eine Waffe leer ist, drehe ich einfach das Mausrad, dann ist der zweite Revolver in Action. Das ist ja irgendwie cool gemacht. Ich kann also nicht mit beiden gleichzeitig feuern. Ja, das muss ich nämlich auch noch rausfinden. Ich habe nämlich auch jetzt links und rechts Knarren. Diese kleinen, ja, die sind, wie gesagt, mit der anderen Maustaste zu steuern. Relativ simpel und einfach. Aber meine Autogun funktioniert noch nicht. Ah, ich keine Punkte für dich gekriegt. Ich lebe doch noch. Ah, Yeah, jetzt bin ich erst hin. jetzt. bei mir funktioniert das nicht mit der Maus. Muss ich doch mal gerade gucken hier. Kann ich denn irgendwas ändern? Also linke Ah, Maustaste ist nee, ja die doch. Nee, nee, Primärwaffe, nee. rechte. Sie feuern beide. Na, siehst du. Nur meine kleine Zweitwaffe ist so winzig. Ja, aber es macht manchmal den Unterschied. Boah, Alter. Ja, das Lenken war mit den Ketten definitiv einfacher. Was hast du denn jetzt für Räder? Hab ich noch Diese gar nicht drauf geachtet. Rallye-Reifen, die dicken Rallye-Reifen habe ich mir drauf Diese dicken gezogen. roten, oder? Ja. Ja, die habe ich auch. 6 Stück. Ah! Nee, du hast zwei, du hast vier, okay. Ich habe andere als du. Meine sind, glaube ich, etwas langsamer. Ja, ich habe die mit Max Speed 50 genommen. Ja, ich Ich habe nur wollte schnell 35. und wendig bleiben. Mein Panzer hört sich jetzt auch ganz dezent nach dem Rasenmäher an. Ja, ehrlich, du würdest lachen, dir würde das vertraut vorkommen. Es hört sich echt an, als würde ich hier Rasen mähen. Man hört es wahrscheinlich in der Aufnahme nur ganz dezent, weil das Ballern übertönt hier so ziemlich alles. So. Boah, aber man. Boah, überdreht die Lenkung relativ zügig, muss ich echt sagen. Also, das Ding ist schwer zu handeln. Da waren die Ketten noch besser zu fahren. Ja, Hydro-Tor. hättest du mich nicht zerstört, jetzt sehe ich aber mal deine Waffen gerade. Sieht schon fett aus. Ja, aber ich kann halt nicht mit beiden Revolvern auf einmal schießen. Das war ja interessant für mich. Aber der Turm dreht sehr viel schneller als mein letzter. Auch das ist eine Sache, auf die man achten muss. Ah. Hättest du mich jetzt nicht zerstört eben, ich wäre mit Sicherheit auch ins Wasser gefallen. Also ich glaube, ich wäre so oder so gestorben. Ja, dann konntest du mir den Punkt ja auch gönnen. Dann ist doch. Ja, sei dir gegönnt. Ja, also ich hatte gehofft, dass meine Reifen etwas schneller sind. Im Vergleich zu den Spinnenbeinen fliege ich auf einmal wieder, aber. Wir haben Also noch ich nicht muss den sagen, Speed. ich bin mir persönlich noch nicht so ganz schlüssig, ob ich die Reifen fetter finde. Ah, Mist, der hat mich verlegt. Ach, Mist. Oder ob ich wieder auf Ketten umsteigen werde, das wird sich noch zeigen. Das muss ich auch erst auf einer anderen Map fahren. Hier gibt es einfach viele Kurven, viele Winkel, Ja, die zu wirklich. fahren sind. In Kann den einfach sein, häufigsten dass das. Fällen wechselt die Map ja nach so einer Runde hier, von daher kommt ja vielleicht gleich noch was Passendes. Also die zwei Revolver haben sich nicht gelohnt, muss ich sagen, weil auch wenn ich jetzt zwei habe, okay, gut, also wenn die Munition mir ausgeht, dann lohnt sich das. Aber bisher habe ich noch nicht lange genug dafür gelebt, dass mir die Munition ausgehen konnte.
Das finde ich gut. Dann sind die mir sympathisch. Allerdings, ich sehe hier auch schon wieder... Oh. Ja, ich glaube, auf dieser ganzen Map gibt es wirklich nur einen Sniper, der ist in eurem Team, der da hinten auf dem Dach rumkrautscht. Ansonsten sind die alle unten relativ schnell am Hin- und Her-Schlachten. Ja. Ja. Wobei, ich glaube, ihr habt auch einen Sniper, weil irgendwas Fetteres ist gerade hinter mir in den Berg eingeschlagen. Ich habe auch nur noch 1% Health. Boah. Alter, das ist jetzt Munition oder was? Die brauche ich doch gar nicht. Auch unbedingt Energy. Ja, er hat mich gekriegt. Ah, ja, da war ja klar, dass ich da keine Chance hatte. Der Kollege hat auch die fetten Reifen, aber ich glaube ein Modell größer noch. Konnte ich mir noch nicht erzocken. Ah, okay, das war's. Ein G. 3G. Aber ich habe auch nur 5 Kills. Ich habe nur 4 Kills und war 8-mal tot. Ich muss erstmal 7-mal. Ja. Muss erstmal ins neue Handling reinkommen. Ja. Wir sind in einem Team. Noch nicht. Noch läuft die Auswahl. Ich glaube, das bleibt so. Ja, jetzt haben wir es. Ja. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob die beiden Upgrades sich bewährt machen. Die Map haben wir ja eben schon mal gespielt. Richtig. Wo bist du denn überhaupt? Wenn wir das jetzt mal hier im Team versuchen, dann werden wir bestimmt hier richtig abrocken. Aber ich sehe überhaupt keinen, weder Feind noch Freund. Ich bin direkt neben einem Feind gespawnt, aber ich musste mich da erstmal in Deckung bringen, weil ich mich im Geländer verheddert hatte. Okay. Ich hoffe, ich finde den jetzt direkt wieder. Einen habe ich. Der hat sich hier eine Ecke verfrachtet, fürchte ich. Na, wo ist er denn hin? Hinter dir, glaube ich. Nee, du warst das. Nee. Okay, also dich habe ich. Okay, mir nach. Ich wechsle die Seite. Schau mal kurz rüber. Folge dir. Ja, jetzt kommst du ja wieder mit, ne? Halbwegs. Ich höre das Gefeuer, aber ich sehe noch nichts. Ich bin doch langsamer als du. Ich glaube, wir haben auch nur einen Gegner hier, wie das aussieht. Also da muss man ja noch irgendwo auf die Map springen. Ja, den habe ich hier gerade weggepustet. Also wenn es nur einer ist, wird das natürlich ein sehr langes Spiel. Ich denke, wenn der lief, dann... Meinst du, wird sich das erledigt? Dann wird sich die Map hier quasi erledigt haben, ja. Ja, vor allem der erwidert auch das Feuer nicht. Ich habe ihn gerade schon wieder weggeplättet. Ja, naja, den habe ich eben auf der Brücke auch schon getroffen. Ja, der parkt. Wirkt fast so, als ob der auf dem Klo wäre oder so. So, meistens spawnen die ja diagonal voneinander, das heißt, da ist er doch schon wieder. Egal, ich brauche die G's. Ist das wurscht, ob der sich bewegt, ich feuer den ab. Ich kann im Moment jeden Sieg gebrauchen, damit ich meinen Panzer hochleveln kann. Ja, also es macht auch wirklich Spaß, die Dinger auszurüsten, das muss man ja mal ganz ehrlich so sagen. So, das hier haben wir wirklich sein, gut gemacht, wirklich. Weil es gibt auch genug Auswahl, ne? Oh ja. Man hat echt die Qual der Wahl, das muss man echt sagen. Da dauert der Einkauf doch fast länger, wie mit der Frau. Wo ist er denn jetzt? Da. Da fühlt man sich wieder, als wäre man 18 und irgendwie, ne, im Automarkt und dürfte was für seine Karre kaufen. Nur, dass die Dinger hier auch noch ballern. Hier hast du kein Geschütz auf deiner Kiste? Ja. Ey, mit 18 war ich das Geschütz in der Kiste. Ach so. Ja. Man betone wahr. Wahr, richtig. Die Zeiten sind lange vorbei, ja. Dass ich dauergeladen rumgelaufen bin, die Zeiten sind lange vorbei. Ey, ich sehe ihn nicht mehr. Ist der rausgestiegen? Entweder oder das oder er hat sich ein besseres Versteck gesucht. Nee, der ist, ich glaube, der ist gar nicht gefahren. Der spawnte immer nur. Meist diagonal auf der Map konnte man recht gut verfolgen. Aber er wird mir auch als blauer Punkt nicht mehr angezeigt. Das ist das Problem. Ey, gehört dir das Teil nicht? Jetzt. Ich bin desertiert. Wie, du bist desertiert? Ja, anscheinend bin ich desertiert. Ich glaube, ich bin aus der Karte rausgefahren und habe gar nicht so drauf geachtet. Ach so. Dann explodiert man. So, er fährt zwar jetzt, aber er weiß sich offensichtlich noch nicht zu wehren. Ich habe ihn gerade wieder eiskalt in Einzelteile zerlegt, obwohl er auf mich zufuhr. Ja, wenn das seine erste Partie in diesem Spiel ist, dann wird er auch nur noch suchen, wo er den installieren kann, glaube ich. Ja, komm, meine erste. Kannst du dir meine erste Runde hier erinnern?
Haben wir die nicht sogar, gibt's da nicht sogar Bildmaterial von? Ja, das habe ich heute noch beseitigt, da gab es Bildmaterial von. Ja, ja, wo wir gegen dieses Team da quasi angetreten sind. Ja, ich glaube, ich habe das noch auf der Kiste liegen und ich bin immer noch mit dabei und ich kann euch sagen, Leute, das war mal so richtig frustrierend. Ja, da sind wir in ein Deathmatch gegangen mit 4 Leuten und 2 von denen waren mit super aufgerüsteten Panzern gegen uns unterwegs und haben im Team gespielt. In einem, es war kein Team-Deathmatch, es war nur Deathmatch, ne? Es war ein reines Deathmatch, ja. Es war ein Massaker. Und das Ding war, ich mit meinem ungetunten Panzer gegen gleich die ganz fetten Jungs. Das hat echt wirklich viel Spaß gemacht. Also den Jungs mit Sicherheit, mir nicht. Ja, so könnte man das sagen. Ich sehe keinen blauen Punkt auf der Map. Ist er jetzt weg? Was ja, er hat das Spiel verlassen. Jetzt wundert es mich nur, dass wir noch im Spiel sind. Ja. Ich weiß auch nicht, ob die hoffen, dass hier wieder jemand reintritt oder... Die Seiten kann man jetzt nicht wechseln, so spontan. Ne? Nee, ich glaube nicht. Vor allem würde man die Punkte jetzt ja im Endresultat riskieren. Aber jetzt hier 6 Minuten im Kreis fahren für nichts, habe ich natürlich auch keine Lust drauf. Ja, auch nicht. Wir feuern auf Magnum, da haben wir wenigstens was zu tun. Das wird die Schlacht unseres Lebens. Ich glaube auch, so viel Munition gibt es hier nicht. Da ist ein blauer Punkt. Auf ihn. Ein blauer Punkt. Jawohl. Ah, ich hänge schon wieder fest mit meinen neuen Superreifen. Nein, er bewegt sich sogar. Ja, da ist jemand im Spiel gejoint. So eine arme Backe, der jetzt hier gegen 3 antreten muss, wenn ich das richtig verstehe oder sehe. Hä? Ja, aber er hat auch einen Spinnenpanzer, der getarnt ist. Und der wird ihm was abkommen. Zack. Weg ist er. Habe ich auch mal einen Kill abgekriegt. Gunpowder. Oh, wow, der hat uns eben das Leben schwer gemacht. Okay, wir kriegen Gegner. Ja? War das einer von den Jungs, die uns auseinandergebracht haben? Hier auf der Brücke ist der Sniper wieder. Oh, der haut mich aber in Stücke. Ja, der hat eine fette Wumme da vorne drauf. Ja, warte, ich probiere, da hinzukommen. Hat er dich weggemacht? Jo. 2 blaue Punkte. Ja, wir kriegen Gegner. Okay, dann kann es ja weitergehen. Du hast recht, wir kriegen Gegner. Mein erster Tod. Wollen wir hoffen, dass die nicht noch ausgleichen? Ich will die Gs haben, weil ich brauche Updates. Aber die geben echt ganz gut. Oh, der Gunpowder, der ist gut, also. Ja, ich lese das da oben. Ja, zack, hat der mich schon wieder weggemacht. Und dabei war ich absolut im Vorteil. Der hat, glaube ich, noch die Standardpellen da drauf, der Gunpowder. Die ganz normalen Ketten. Ja, du, also ich fand die nicht verkehrt, muss ich ehrlich sagen. Die waren fix, die waren wendig. Ja, definitiv. Hier meine Reifen sind im Vergleich. Ah, der Sniper! Und Gunpowder, ich hab's ja gleich beide hier. Ja, ich bin ja hier schon bei dir, aber ich bin da versehentlich runtergefallen. Zu spät, mein Freund, zu spät, wie immer. Ah. Na komm, Rache-Kill gab's noch. Wo sind die andere? Der Sniper. Der ist oben auf dem Dach unsichtbar. Ja, jo. Ne, das ist er nicht. Oder haben wir auch einen Sniper? Ja, das über... Ich werde von hinten beschossen. Das überlegt sich auch gerade. Ja, ich glaube, es ist unser Sniper. Ah, Gunpowder, da ist er. Ja, der hat mich auch weggeplättet. 9:5. Komm, 3 Minuten. Boah, ich krieg den nicht klein, diesen Gunpowder. Schon wieder hat er so knapp überlebt. 3 Minuten müssen wir noch durchhalten. Wenn es irgendwie geht, müssen wir das gewinnen, das Ding. Ja. Ich streng mich jetzt hier an. Das ist schlimmer als meine Frau. Wenn es irgendwie geht, muss ich den Müll rausbringen. Wenn es irgendwie geht, muss sie gewinnen. Oh. Wieso? Sagt sie auch manchmal, streng dich mal an oder was? Nee, das nicht. Lass mich schlafen. Wir haben ja Kinder. Oh. Mann. So, ich sehe dich. Da oben auf dem Dach ballert irgendwas rum. Ich weiß nicht, zu welcher Front der gehört. Ich will jetzt Gunpowder töten. Ja, das Ziel habe ich mir auch gerade ausgesucht, aber das ist... Ja, ich versuche dir zu helfen, wenn du nicht da runtergefallen wärst, wäre der jetzt wahrscheinlich schon tot. Ich komme von der anderen Seite über die Brücke wieder, ich brauche dringend... Ah, sein Sniper-Freund ist auch noch da. Energie. Dafür, dass die nur zu zweit sind, kämpfen die gut zusammen. Ich weiß gar nicht, ob unser dritter Mann da auch was macht oder ob er sich das Spektakel nur anguckt und sich freut, dass wir hier auf den Sack kriegen. So, mein größter Gegner sind gerade meine Reifen. Nein, mein größter Gegner ist Gunpowder und der macht mich hier schon wieder lang. Der fährt aber auch gekonnt einen Kreis um mich rum und trifft auch noch irgendwie. Der hat die Standardkanone, der hat irgendwie nichts da dran. Ich glaube, ich wechsle gleich auch wieder zurück.
Mach mal platt hier, ich hab den auch gut angeschlagen gerade. Wo ist er hin? Man braucht schon zwei von uns Fun-Gamern, um einen Gunpowder platt zu machen. Ich komme in den Berg nicht hoch. So, aber wir haben weggeplättet. Die Mission war erfolgreich. Fürs Erste. Aber die haben auch selbst aufgeholt, muss man echt sagen. Ja, aber hallo. Ich sehe, die Gs schwinden. Ich auch, und Gunpowder ist schon wieder bei mir. Ich sehe dich. Warte mal, ich probiere da hinzukommen. Ich hatte mich hier gerade festgefahren. Und mir kannst so, du nur noch Einzelteile wiederfinden. Eine Minute, achso. Eine Minute noch. Noch führen wir. Knapp, aber wir führen. Aber ich glaube, das ändert sich gleich, wa? Ja, ich befürchte auch. Ich sorge schon dafür. Geist, wo ist er denn jetzt? Ich habe noch gerade gesehen hier den Spinner. Wahnsinn, da seht ihr mal die Rache des Schicksals. Ah, er hat ausgeglichen mit meinem Tod. 15 Sekunden noch, wir müssen noch einen killen. Komm, komm, streng dich an. Ich bin auch gleich wieder dabei. Ich brauche die Gs. Oh, ich brauche auf jeden Fall, glaube ich, wieder Ketten. Und mit dem Gedöns bin ich klar. 12 zu 12. 12 zu 12, ein G, ja. Zwei ja, erledigt, neunmal gestorben. Das ist unvorstellbar. Echt gut ausgeglichen, ne? Gunpowder hat das Spiel auch gleich wieder verlassen. Ja, ich wollte gerade sagen, 1 zu 1 Situation, was wird das denn? Ja, ist auch irgendwie leer hier die Karte. Also so mit 5, 6 Leuten pro Team ist das schon immer ein bisschen lustiger. Aber gut, wir versuchen es noch einmal. Jetzt sind wir auf jeden Fall in getrennten Teams. Ja. Du hast den Ned als Scharfschützen, ich hab den anderen. Dass wir mal Scharfschützen sind. Und nicht nur Kanonenfutter. Aber das ist eigentlich unser Job, ne? Richtig, dafür sind wir ja hier. Okay. Ja, die Map kennen wir auch schon. Auf der kam ich bis jetzt noch nie so gut klar. Mal gucken. Mit meiner Spinne bin ich hier drauf ganz gut klar gekommen. Hör auf, um mich zu schießen, du Sack. Ach, ich versenk mich lieber. Ach, ich bin ja rot. Ich schieße schon auf meinen eigenen. Ja. Ja, eben war das noch mein Gegner. Ich bin ja rot. Hast du denn wenigstens gesehen, wie ich da schön über die Klippen geflogen bin? Ja, du bist ja an mir vorbeigeschossen, genau. Ja, das ist dann der Nachteil an den schnellen Reifen. Ja, aber meine dürften ein bisschen schneller sein, muss ich sagen. Ich habe mir da mehr von erwartet. Oh, das liegt an meinem Doppelturm und meiner Bewaffnung, dass ich zu schwer bin. Weil meine Spinnenbeine waren ohne die zwei Kanonen ja auch wesentlich schneller. Man weiß es nicht. Nein. Genau das wollte ich doch einsammeln. Na, ah, ja, endlich! Die Funnybohne! Weiß nicht, was machen denn die anderen Jungs? Die snipern sich, glaube ich, nur gegenseitig. Ähnlich wie wir. Jede Seite hat einen Kill hast du gemacht, einen habe ich gemacht. Bei mir steht es 1-0, also nur mal so. Nee, bei mir steht es 1-1. Sag mal, warum ballert der denn auf mich? Für mich war der blau. Wenn der da Schild hat, dann leuchtet der manchmal so bläulich. Das ist total gemein. Ah, okay. So, jetzt müsste hier 2-1 stehen, aber bei mir steht immer noch 1-1. Na, vielleicht ist das nicht up-to-date, das Ding. Boah, dein Sniper habe ich im Kreuz. Aber es war dein Kill. Ja. Jetzt sehe ich deine Karre mal richtig. Sieht ja nett aus, das Ding. Ja, geht. Es ist echt hart zu steuern, finde ich. Boah, da ist er ja schon wieder. Jetzt bin ich auch so derbe angeschlagen. Ja, aber jetzt sehe ich deine Karre auch mal unten. Sieht tatsächlich vom Handling, vom Fahren her doch eine Ecke langsamer aus, muss ich sagen. Ja, definitiv. Aber wahrscheinlich hast du dadurch eine wesentlich höhere Panzerung mal wieder, ne? Das Wobei ich darauf geachtet nicht. Hatte, ich glaube, dass ich eine Panzerung von 50 hatte. Wobei es ja, ne? Ich bin Fun-Gamer, ich kaufe nach Optik. Sieht cool aus, nehme ich. Ja, nicht mal richtig verbraten konnte ich dir mehr einen. Ah, so muss das.
Aber ich muss dir sagen, ich war auch schwer angekratzt schon. Also es wäre eigentlich eine leichte Action gewesen. Also die beiden Snipers scheinen sich nur gegenseitig zu beschießen und die ignorieren uns. Die einzigen, die hier uns jagen, sind wir. Nee, der eine Sniper hat mich ja eben weggeblättet. Was ist das denn? Ist das mein Sniper? Ja, da habe ich auch mal das Problem. Achso, ich fahre jetzt anscheinend auf deinen Sniper zu. Nein, das muss mein Sniper sein, denn ich sehe hier deinen. Ja, aber ich kriege ihn nicht kaputt. Yeah! Nee. Beide gleichzeitig. Ah, ja, Mist, ich war gerade da. Also deinen Kill hätte ich auch gerne mir überlassen. Beide haben wir uns in der Luft gejagt. Synchron. 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 Synchronsterben. Mal was ganz Neues. Oh. Ja, ich habe hier wieder mal den Stuntpanzer. So fahre ich das Ding auch. Der hat wehgetan. Ja, ich hätte ihn mal nicht angreifen sollen, weil jetzt fixiert er mich offensichtlich mit seinem Sniper. Ja, will ja auch Zeit. Ein guter Verpass gerade, muss ich sagen. Vielleicht braucht der G's. Vielleicht ist ihm auch klar geworden, wenn er uns das überlässt, dass das hier kein richtiger Sieg wird. Wenn ihr einer G's braucht, bin ich das. Und ich hole mir welche. Boah, wenn ihr einer Zielwasser braucht, bin ich das. Ja, du hast mich diesmal tatsächlich nur getätschelt. Ja, ja, ich bin auch voll vor diesen Container davor gebraten. Der abgefahren. Der fährt einfach hoch, der Panzer. Also geländegängig sind die Reifen, aber ich habe auch darauf geachtet, es gibt ja auch die, Kartreifen hier. Ja, ja, Go-Kart, ne? Die, ja, war ich erst schwer am Überlegen. Nee, ich habe die Buggy-Reifen genommen. Ja, aber die Go-Kart haben am meisten Speed, ne? Ja. Ja, glaub mir, die Buggy-Reifen reichen. Ach Mist, jetzt habe ich es verträumt, da runterzufahren. Ah, ich treffe die nicht. Ja, aber deine Reifen sehen cool aus. Aber ich glaube, es ist die ödeste Partie, die wir je gespielt haben. Also, ich muss sagen, ich habe Spaß. Du fährst mir häufig vor der Flinte, ich krieg dich gut klein im Augenblick. Kann ich jetzt nicht behaupten. Also, ja, fast wie eine Zwei-Man-Show hier. Ja, das stimmt. Ja, wobei, jetzt habe ich mal mit einem anderen aus deinem Team zu tun. Boah. Ah! Nee. So. Ach, du warst das. Mein Kill. Ja, ja, ich bin auch dazu gekommen. Wenn der dich beschäftigt, treffe ich auch mal. Deiner macht auch. Der Abstauber. Deiner macht doch da oben irgendwie eine Kaffeepause oder so, dein Sniper. Weiß nicht, was er macht. Auf jeden Fall keine Punkte. Nee. Ah, ist das noch einer dem Spiel gejoint? Die Frage, zu welchem Team der kommt. Boah, jetzt geh doch mal kaputt. Schon wieder. Synchronkill. Gibt's doch nicht. Der soll mal zu meinem Team joinen, weil, ne, ich kann es nicht oft genug erwähnen, ich brauche noch Gs. Ich würde auch gerne mal Spinnenbeine zulegen. Ich würde dir ja meine geben, wenn es ginge. Ja, ich würde sie zumindest gerne mal testen. Ja, nein, die sind lustig. Die Spinnenbeine habe ich auch nicht wieder verkauft, wie viele andere Ausrüstung. Ich sehe deinen Sniper da hinten rumkriechen. Ja, greifen an. Bin ich bei. Gut. Er ist doch irgendwie besoffen. Der wehrt sich gar nicht. Ja, ist ein weggeplättet. Jo. So, ausgeglichen. Ah! Der Verrückte ist wieder hinter uns. Das war mein dritter Kill in Folge. Yeah! Aber ich habe noch einen Punkt Leben. Genau einen Punkt. Ich brauche hier unbedingt jetzt mal. Ich war scharf dran. Ach, der gehört ja zu mir. Ich baller hier auf alles. Rot, Gelb, Grün, Blau, ist mir doch egal. Ich schieße auf jeden, der mich in die Quere kommt. Das ist ja nichts Neues. Richtig. Ah, nein, ich brauche ihn noch nicht. Ich habe da noch keinen. Jetzt konntest du es wenigstens vollenden. Ich war immer noch auf einem Punkt. Ich weiß. Das war jetzt auch nicht wirklich anstrengend. Nee, das glaube ich dir sogar. Aber ey, es hat trotzdem genauso viel Spaß gemacht.
was lasse ich mir dadurch ja nicht verderben, ne? So. Na? Hast mich weggehauen. Doch, hast mich weggemacht. Was? Hast mich weggemacht. Ja, 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 ja. Weil ich dachte dadurch, dass ich da runtergefallen bin. Boah, ne. Ach, ich hab nur assistet, aber hast du fast geschafft? Ja. Aber es war doch einer zu viel. Zu viel des Guten. So, okay. Habe ich ja wenigstens ab und an auch mal was getroffen. Oh, eine ganz große Glanzleistung von mir. Ich sehe dich noch, bevor du überhaupt feuern kannst und lose trotzdem ab. Ja, du weißt ja, irgendwann hat man zu viel des Guten. Vielleicht habe ich heute zu viel hier abgespielt. Ja, macht mal so weiter. Also wie gesagt, ich brauche noch ein paar G-Punkte. Ein paar G-Punkte? Ja, ich habe gerade überlegt. Schwierig, schwierig. Der Magnum wünscht sich G-Punkte. Ja, why not? So, was ist das denn auch? Ja, bald ist Valentinstag, ne? Da braucht man ja was zu verschenken. Genau, genau. Endlich mal das passende Geschenk. Ah! Ein Punkt drängt mich vom Sieg, aber 4 Sekunden, 3, 2, 1, jawoll! Na, wie viel Gs hast du gekriegt? Ich habe ein G bekommen. Hast du denn ein paar G-Punkte bekommen? 3 Stück gleich, damit bin ich doch gleich zufrieden. Aber ich habe nur 8 Kills. Ja, auf jeden Fall sollte man an dieser Stelle auch mal wieder beenden. Nicht nur, dass die Partie hier und diese Map ein bisschen langweilig ist, sondern wir gehen auf die halbe Stunde zu. Mhm. Also Leute, ja, wir vergnügen uns ein bisschen im Job und der, im Shop wollte ich natürlich sagen, nicht im Job. Und der Magnum spielt ein bisschen mit seinen G-Punkten. Genau. Und bei Gelegenheit, endlich, kommen wir mal wieder hier rein. Ja, mit G-Punkten. Mit G-Punkten. Bis dahin, macht's gut. Leute, haut rein, bis die Nächte.